Hey, ich bin Timo und heute bin ich euer Hype Scout. Das hier sind 10 Parfums, wo ich mich frage, warum haben die eigentlich nicht mehr Hype? Kaum einer redet drüber. Finde ich sehr schade, aber mit Sicherheit kennst du noch weitere Parfums, die in so eine Liste passen, dann mal in die Kommentare schreiben. Das Ganze ist sehr gemischt, so ähnlich wie mein Browserverlauf, nur da ist es seriös und sehr viel unseriös. Egal, hier habe ich günstige und teure Sachen schön miteinander in Verbindung gebracht und nun, lass doch mal loslegen, denn ich weiß, Zeit ist Geld und so. Ab geht's! Dieses erste Parfum ist so gut, man sollte es eigentlich gatekeepen, wie das die jungen Leute heutzutage sagen. Aber für euch teile ich gerne dieses Parfum-Geheimnis. Kirsche küsst Rosen. Ja, das passt. Das ist das hier, ne? Weißbomb von Simone Andreoli. Ein fruchtiger, dunkler, kirschiger Duft. Im Duftverlauf kommt diese Rose immer weiter in den Vordergrund mit dazu. Wer schon mal 2, 3 Videos von mir gesehen hat, der weiß, Rose ist jetzt nicht so per se meins, aber hier komme ich damit gut klar. Und falls du vielleicht auch eine Alternative zu einem, wie sage ich das vorsichtig, zu einem verlorenen Kirschduft suchst, wegen mir den Zaunfall, ne? Verstanden? Dann kann das vielleicht auch hier was für dich sein. Der eine oder andere sagt, oh, ist ein bisschen zu weiblich. Ich finde, der ist so weiblich wie dieser verlorene Kirschduft, okay? Also, Rose, Kirsche, bam, fruchtig, süß, ist schon genial. Genial im Hype ist dieses Parfum, brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Chagaf Oud, kennen wir alle. Aber der hat so viel Hype, dass der andere von der Brand leider in den Schatten stellt. Finde ich ganz schön schade, aber ihr habt ja mich und hier ist der Chagaf for Men. Der ist... ja, fruchtig, süß, spaßig, leicht, locker, sommerlich. Hier rieche ich ja sowas Zitroniges und Ananashaftes heraus. Fast schon so ein bisschen jugendlich, aber für den Sommer finde ich den richtig genial. Auch der Preis, der ist top. Gerne mal ausprobieren. Vielleicht suchst du ja genau sowas. Letztes Jahr. Im Jahr 2023 war ich in Mailand auf der Parfummesse und da habe ich eine richtig geile Brand entdeckt und einen Duft. Ja, falls du ein richtig guter, aufmerksamer Zuschauer bist, hast du das vielleicht ja auch damals gesehen, als ich von diesem Duft geschwärmt hatte. Damals hatte ich noch nicht, aber jetzt hat mir die Brand das zugeschickt. Danke. Ne? Das ist der Solar Soul von Spiritum. Alter, damit riechst du wie ein Mad Max. Der hat dieses abenteuerliche, staubige, ja, wie so eine Wüste. Das passt richtig gut dazu. Dann hast du, ja, Weihrauch hier. Das ist schon, ne? Und diese Amaretto gibt den Ganzen auch diese, ja, sowas Fruchtiges, Süßes, Verspieltes. Auch Tonkabohne mit dabei. Hat schon was, ja. Der hat einen süßen Einschlag, aber auch jetzt nicht so diese Disco-Süße oder, ne? Das hat er, damit er nicht ganz so trocken daherkommt. Ja, auch so eine gewisse Frische hier mit dabei. Also, ich finde ihn genial. Aber es sollte ein bisschen kühler sein. Und ich finde den ein bisschen eher maskulin, ist Unisex, aber einfach gerne mal ausprobieren. Wie immer, nicht blind kaufen, aber ausprobieren kann man immer. Es gibt noch 2, 3 andere Düfte von der Brand, die nice sind. Aber ich kriege die Namen nicht mehr ganz hin. Carnal Spirit und Mystic Mystery oder so. Egal. Der hier, der Solar Soul, ist mein Favorit immer noch. Ah, und wenn ich das rieche, dann kriege ich gleich so Flashbacks vom letzten Jahr, ne? Wie ich auf der Messe war. Ja, dafür ist Parfüm einfach geil. Ne? Du riechst was, zack, bist du quasi in einer anderen Zeit. Ah, kann manchmal ganz geilo sein. Geilo ist dieses Parfum und ich verstehe nicht, überhaupt nicht, dass diese Brand so, ja, unterm Radar läuft. Und zwar bei allen, ja, Gucci. Ich muss ihn wieder rausholen, den Flakon. Gucci Guilty. Und zwar das EDP. Der ist einfach edgy, trotzdem auch im besten Sinne des Wortes Mainstream. Wenn man das sagt, das klingt ja immer so negativ. Das ist ja voll Mainstream, NPC, bla bla bla. Aber der ist sehr... anschmiegsam, den trägst du leicht zu mögen, obwohl er so Duftnoten hat, wo man sagt, okay, ja, sowas, das ist okay, Chili. Hm. Und was hat er noch? Balsamico-Essig. Okay,
und Rose. Okay, also blumig ist der. Ja, aber der ist dunkel, interessant, edgy, ohne zu sehr aus dem Rahmen zu fallen. Ein guter Alltagsduft. Ein bisschen was Duschgeliges, Dunkles. Hier, gerne mal ausprobieren. Ah, ist der gut. Mann, Mann, Mann. Trage ich, wenn ich All Black rumlaufe, so wie hier. Dieses Parfum ist ein bisschen speziell, was ich jetzt zeige. Aber es ist sehr interessant. Der Lieblingsduft von Kevin Hart, soweit ich weiß, das ist der Mixed Emotions. Und der Name passt, weil hier, ja, so irgendwie leicht zu mögen, ja, so frisch, ein bisschen fruchtig und cool, holzig so, aber auch so krautig und aneckend, ja. Fruchtige schwarze Johannisbeer trifft auf Mate, alles ist so ein bisschen edgy, ein bisschen kratzig, aber doch irgendwie auch so frisch und fruchtig, holzig. Hier passiert ganz, ganz viel und ja, Mixed Emotions. Der Name passt einfach gut, falls du ein bisschen anders riechen möchtest im Sommer. Ein bisschen krautig, kratzig, aber irgendwie auch fruchtig süß. Mixed Emotions könnte es für dich sein. Wow, jetzt wird es richtig günstig und richtig geil männlich mit diesem Bentley-Duft. Alter, ist der gut. Absolut. Das ist ein richtig männliches, würziges, holziges Parfum. Auch rauchig, ein bisschen erdig, dirty. Boah, der ist genial. Im Anzug oder so in Straßenklamotten. Der riecht sogar in Flipflops richtig gut. Also, der hat so viel Weihrauch, ne? Und dazu trotzdem so leichtes Oud, aber das ist eher so holzig. Ah. Bisschen Ingwer gibt dir noch Schärfe. Ey, der ist wirklich einfach geil. Also, wenn du es maskulin, dunkel, holzig riechen möchtest und irgendwie ist der auch noch lecker, ey, den ausprobieren, weil keiner redet drüber. Ganz schön schade. Über den jetzt redet eigentlich die halbe Welt, aber irgendwie auch nicht. Über die Dupes, alle reden über Durati Blue, ja, aber oder auch die Theorem, ich jedenfalls. Aber über das Original? Hä? Die Gem, die Guerre von Burberry? Gut, es mag am Preis liegen, aber der eine oder andere sagt, ja, Preis spielt keine Rolle oder der gibt sowieso 300, 400 Euro aus für ein Parfüm. Ist ja auch okay, passiert mal. Und wenn du dann sagst, ah, ich hätte gerne mal, Budget ist egal, aber ein richtig schön freshy, ah, Grapefruit gibt mir dann so diese Power. Dann habe ich dann noch ganz viel Ambroxan und ist doch luftig, leicht riechen, wie so ein, ja, Louis Vuitton Duft. Ja, der wird's regeln, ne? Denn genau das bekommst du hier. Oh, ja, der riecht schon toll. Und hat auch der gleiche hergemacht, der den Imagination gemacht hat. Und so ein bisschen, ja, merkt man diese Ähnlichkeiten in der DNA. Jetzt nicht vom Geruch, aber du merkst schon, ja, okay, irgendwo da in diesem Feld bewegt sich das. Genial und total unterm Radar. So, wollen wir mal ein bisschen das Price Tag ein bisschen hier kleiner machen. Und zwar ist der einfach solide, männlich, geil. Ne? Dylan Blue, tolles Parfum, kennen wir alle. Und das hier ist Dylan Blue in einer süßen Partyhose, der Private Club. Und ja, das bekommst du hier, ne? So würzigen Kardamom, süßen Zimt, auch so eine angenehme Frische. Und ich finde, das ist so ein, ja, Dylan Blue in süßlicher. Ist vielleicht von der Dufttiefe jetzt nicht der heavigste, aber der wird auch seinen Job richtig gut erfüllen, wenn du gut riechen möchtest. Ach, den habe ich schon ein paar Mal gebracht. Aber es redet gar keiner über dieses Parfum. Ist für mich eines der besten, günstigsten Parfums, die du so kriegen kannst. Männlich würzig, dazu auch süß, na? Und so eine holzige Basis. Das ist der Marbert Man Pure Black Intense. Diese Flasche hier, das sind 125 ml, die kriegst du so schon für unter 17 Euro, meistens nur 16 oder so. Habe ich auch schon mal für 13 gesehen. Wow, ja, da ist fast das Porto dann noch teurer. Würziger Kardamom, dann so karamellig süß. Also auch, ja, alles hat so eine gewisse Schwere. Es gibt ja so Drogeriedüfte, und den findest du auch in der Drogerie. Die sind so flach vom Profil. Hier nicht. Hier hat er so eine richtig schöne Tiefe. Und das für wenig Geld. Genial.
hat so ein bisschen Ähnlichkeiten und ich finde, nein, ist kein Dupe, aber das ist so ein männlicher, reiferer, nicht so orientalischer One Million. Und falls du diese Duft-DNA irgendwie magst, ist alles so überrochen, aber es soll auch in diese Richtung gehen. Hier, für das Geld, wow. Für das Geld ein wow, wow, wow. So, einen habe ich noch. Auch über den redet gar keiner. Aber das change ich mal. Schlechte Überleitung, aber naja. Change the Flow. Hier hast du einen würzigen, süßen Duft. Und das hat auch so was richtig schön Männliches auch. Ne? Du hast hier Leder, du hast Tabak, dann noch Amber so für diese Tiefe. Männlich, ist schon so, na, markant wäre jetzt zu viel gesagt, aber ist schon so ein männlicher Kern, würziger Safran, aber trotzdem hast du diese leichte Süße hier mit dabei. So fast ein bisschen Kirsch-ähnlich, würde ich mal sagen. Ist nicht angegeben, aber na, so etwas hat das davon. Und der ist für das Geld richtig schön würzig, süß riechen. Ja, change the flow. Keiner redet über den, verstehe ich nicht. Aber was ist denn mit dir? Was sind Parfums aus deiner Sicht, wo du sagst, ich verstehe es einfach nicht. Keiner redet über die. Die brauchen viel mehr Aufmerksamkeit. Die sind richtig gut. Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Deshalb hast du abonniert, oder nicht? Ja, sehr schön. Und hier, immer schön, Daumen nach oben, das ist gut für den Algorithmus, ich freue mich drüber. Aber ich freue mich vor allem, dass du hier bist und dieses Video schaust, ne? Weil ich habe einfach Bock drauf, über Parfum zu reden, obwohl ich jetzt hier in meinem Zimmer einfach nur mit mir selber rede. Wenn das mein Nachbar hört, der denkt auch, was macht er eigentlich? Redet er mit sich selber? Stundenlang? Jede Woche? Ja, tue ich, aber irgendwo auch ja mit euch. So, euer mit sich selbst redender Timo, der, wenn man das sich immer wirklich vorstellt, ja, ich sitze hier oder ich stehe hier in einem Raum und rede über Parfüm mit mir selber. Das ist eigentlich crazy. Aber so bin ich und bis bald, euer Timo.